Ja, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in Folge Nummer... Tja, was war das jetzt? 27 ist die Folge und irgendwie gibt es ein anderes Intro, weil es ein Update gab wahrscheinlich. War interessant zu sehen. Habt ihr vielleicht jetzt gerade mitbekommen? Ich weiß nicht warum. Hier sehen wir jetzt das normale, wie es gestartet ist. Ich weiß jetzt nicht, warum das da war. Nicht so schlimm. Ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir uns das gleich an, wie es weitergeht, ne? Bis gleich. Ja, so wie es aussieht, ist aber unser Spielstand noch heiler. Keine Ahnung, was das jetzt war, dass das damit mal so ein Teil gab. Wahrscheinlich hat es mit dem Update zu tun, keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft es noch. Das ist schon mal gut. Wir haben den Spielstand laden können. Wir müssen nur mal ein bisschen gucken, was wir hier so fabriziert haben. Hier ist irgendwie was in der Erde jetzt versunken. Das haben wir mit unserem Bauen letztes Mal geschafft, ne? Aber okay, das ist noch heile. Das fährt dann noch, wenn man reingeht. Und hier, ich weiß nicht, so ganz glatt ist hier was anderes, ne? Können wir mal gerade noch mal das Tool hier rausholen. Und so wäre glatt ziehen. Ich kann nicht glatt ziehen, weil ich gerade keine Erde habe. Ne? Das war's. Okay, alles klar. Dann geht das nicht, ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Wir waren ja letztes Mal hier und haben das hier alles so schön abgebaut. Dann müssen wir erst was abbauen, um das hier wieder gerade machen zu können. So ganz gefällt mir das nämlich nicht so. Irgendwie ist die Ebene leicht schräg, meine ich. Ne, Perfektionisten, wie man die so nennt, ne? Hier sieht man, dass es jetzt nämlich erst gerade wird. Und wenn das hier so ein bisschen nur ist, ne, auf der anderen Seite ist es nachher richtig hoch, oder? Und ich habe ja hier auch schon Teile gebaut, die jetzt dann so... Ja, irgendwas passt jetzt nicht. Wenn ich jetzt hier wieder gehe, dann müsste es da abgesenkt werden, oder? Nee, doch nicht. Passt doch. Okay, jetzt ist es glatt. Jetzt gefällt es mir. Das Doofe ist nur, dass wir jetzt hier so Sachen in der Erde haben. Okay, jetzt habe ich das wieder rausgeholt. Und ja, wir müssten mal ein bisschen Struktur hier reinbringen, ne? Würde ich sagen, ne? Und der Mordrak hatte mir auf jeden Fall geschrieben. Er hat mir geschrieben, dass ich gucken muss, dass ich das alle mal so richtig hinbaue. Stell das mal da ein. Verbinde den wieder nach da. Stell den. Jetzt muss ich da aus dem Weg, ne? Dahin. Verbinde den jetzt mit dem. So, jetzt ist es ein bisschen besser, oder? Da gibt es eine Verbindung nach da. Das passt erstmal. Ja, müssen wir mal schauen. Wir hatten noch eine Probe daneben stehen. Die können wir, oder mehrere Proben sogar, die da reinpacken können, damit wir definitiv... Können wir da auch drei reinpacken? Ne, sieht nicht so aus. Schön wäre es, wenn er die alleine nehmen würde, ne? Wir forschen weiter, um das Dynamit zu erforschen. Wir hatten letztes Mal hier abgebaut, das war klar. Der Mordrak hat mir hier ein bisschen was von diesem Ding erzählt, von dem Erdzentrifuge. Da ist irgendwo ein schwarzer Balken dran. Hier vorne sehen wir definitiv, wie viel drin er ist. Und wenn man abbaut, hat er mir geschrieben, dann sieht man auch beim Abbauwerkzeug irgendwie, was da so Sache ist. So, hier sehen wir jetzt wieder unsere schlecht gebaute Basis. Hier ist, glaube ich, gerade, ne? Und hier ist es jetzt nicht passend, ne? Ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Aber ist jetzt auch egal. Passt erstmal, oder? Gut, Werkzeug wieder weg. Wir sind da am Arbeiten. Wir haben die Erdzentrifuge. Da müssten wir mehr haben. Wir wollen Dynamit abbauen. Das passt.
Wir haben hier unseren Trecker, wo ich auch was Falsches dran gebaut habe. Das hat der Mordrak mir auch geschrieben. Das ist eine Energiezelle und keine Batterie. Da schauen wir mal gerade sofort in unseren Rucksack rein. Das ist die Energiezelle. Kleine Batterie ist das. Dafür brauchen wir Zink. Zink haben wir tatsächlich irgendwo hier abgebaut. Das war Kupfer. Zink ist das hier wahrscheinlich. Ja. Eine Zink-Kohle-Batterie ist das dann, ne? Dann machen wir das doch mal sofort richtig. Und wenn wir schon mal da sind zum Batterien bauen, dann können wir auch eine zweite bauen, ne? So, jetzt haben wir zwei Batterien. Eine lädt gerade auf. Und das Ding hier ist was anderes. Kann ich das da reinbauen und es funktioniert trotzdem noch? Sieht wohl so aus, ne? So, jetzt muss diese Batterie da dran, ne? Lädt die auf, die lädt auf. Ich weiß nicht, wo der Saft wegkommt. Wahrscheinlich hier gerade raus, ne? Auf jeden Fall, wenn wir den hier anschmeißen, sollte diese Batterie sich auch laden. So, und in dem Rucksack haben wir dieses. Und was ist das jetzt gerade für ein Teil, was ich hier habe? Ach, das ist der Schrott, den wir generiert haben. Ja. Und weil es so schön ist, müssen wir jetzt schauen, dass wir hier erstmal noch was loswerden. Harz nehmen wir mit. Erde ist klar. Gemisch packe ich mal hier ins Regal. Ja, die Biomasse kann man nicht verbrennen, ne? Doch, die kann man verbrennen. Was gibt's denn aus Biomasse? Erde? Was produziert Erde? Was wird daraus produziert? Es wird auf jeden Fall weniger. Müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, das Teil haben wir dann da, wird wohl irgendwann leer sein. Das ist alles gut. Forschung läuft noch da. Ach so, im Rucksack. Schauen wir noch mal rein. Wir haben drei Sauerstoff, den brauchen wir. Jetzt haben wir das. Den Schrott packe ich jetzt erstmal dahin, weil. So, was hat er jetzt daraus gemacht? Er hat sie verbrannt, die Erde einfach, kann das sein? Ne, da ist was. Was ist das? Kohlenstoff ist da rausgefallen. Interessant. Was machen wir denn mit Kohlenstoff? Ne, das war falsch. Das ist richtig. Kann nicht aus Kohlen. Also hier nimmt es schon mal nichts mit dem Kohlenstoff. Okay, das bedeutet, Kohlenstoff haben wir da. Ja, ist klar, dass es Kohlenstoff ergibt. Jetzt ist die Frage, was kann man daraus bauen? Kleiner Generator, nee, den kleinen Drucker. Kann man Kohlenstoff hier irgendwo? Gibt es keins. Harz sind wir schon wieder bei großen Plattformen unterwegs. Hier kann man nichts rausbauen. Kann man hier was rausbauen? Schmelzofen, Erzzentrifuge, Forschungskammer. Vielleicht soll man eine zweite Forschungskammer bauen, damit es schneller geht, ne? Ne, dann sind wir schon durch, ne? Also da ist auch nichts drin. Schauen wir mal gerade nochmal hier rein. QRTG. QTRTG ist das. Das gibt es zweimal. Nutze eine Handelsplattform, um Ressourcen zu erhalten. Achso, das war das mit dem Dingens, ne? Schalte Dynamit frei. Wo ist das Dynamit? 3200 sind wir da oben erst. Das wächst noch an. Wir haben noch nicht genug. So, jetzt ist tatsächlich wirklich die Überlegung gerade. Ne, das war an dem Drucker da, ne? Hier kann ich das einstellen, ne? Ich würde jetzt dann definitiv noch eine Forschungskammer bauen. Harz und Gemisch. Gemisch brauche ich zwei. Dann sollten wir jetzt gerade zwei Gemische suchen. Wo ich die habe. Da ist definitiv ein Gemisch. Und ist hier noch irgendwo ein Gemisch dran? Das ist Schrott. Nein, da ist nichts dran, ne? Am Fahrzeug sehe ich auch nichts.
Haben wir noch woanders was? Da hinten steht noch was, aber da sehe ich auch kein Gemisch dran. Ne, Gemisch haben wir gerade nicht hier. Warum hat es jetzt gerade gejingelt? Ach so, weil die Forschungsprobe fertig ist wahrscheinlich. Ist so leise geworden. Das bedeutet, die nächste bitte da rein und es geht weiter und wir suchen gerade Gemisch. Das es ja hier vorne schon gibt, ne? Muss ich da runterlaufen oder reicht das? Muss wohl. Ja, wir können es ja ruhig hier abbauen. Weil wir brauchen ja für die Erdzentrifuge auch noch Material. Allerdings ist hier gerade nichts, ne? Oder wie sehe ich das? Gemisch ist jetzt alle. Ah, hier gibt es kein Gemisch mehr. Schade. Doch, da ist noch was. Okay. Aber da. Wir brauchen wieder Sauerstoff ein bisschen. Ich glaube, Gemisch ist jetzt nicht mehr hier. Kann das sein? Ja, das ist wohl gewesen hier. Da oben hängt noch was. Hat nicht gereicht wahrscheinlich. Und das auch weg. So, das kriege ich alle nicht mehr weg hier. Ist aber auch kein Gemisch mehr, denke ich, drin, ne? Gemisch ist alle. Weg ist es. Ist vielleicht hier noch was drin? Ne. Alles ist weg. Okay, das heißt, wir haben nichts mehr zu bauen hier. Jetzt reicht's Gemisch hier nicht. Jetzt wäre die Frage, wo ist das nächste Gemisch? Vielleicht können wir hier noch mal am Rand checken. Ne. Haben wir es weg. Okay, das bedeutet, wir müssen irgendwo anders jetzt das Gemisch finden. Keine Ahnung wo. Ich denke, dafür werden wir uns auf den Trecker begeben. In der nächsten Runde machen wir das allerdings erst. Und ja, dann haben wir diese Runde nicht ganz so viel geschafft, aber naja, wir haben über gewisse Dinge gesprochen und haben die Plattform weitergemacht, haben Gemisch gemacht, war jetzt nicht so dolle, aber wir denken, dass wir in der nächsten Folge mehr machen können. Ne? Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video lade, gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao!